Hallo und herzlich willkommen heute am Dienstag, dem 24. September 2024, zum Podcast Nummer 127, im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. In diesem Podcast geht es normalerweise jede Woche um Modeling und NLP und der Podcast erscheint auf www.ralfstumpf.de/podcast. Auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Podcast und da, wo halt Podcasts sonst noch so erscheinen. Und wenn du jeweils informiert werden möchtest über den neuen Podcast, dann trag dich ein in den Newsletter-Verteiler unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Dann bekommst du außerdem noch jeden Samstagmorgen einen ziemlich coolen, dichten, interessanten NLP-Essay in dein E-Mail-Postfach. Heute machen wir weiter mit den ganz großen Themen der Menschheit und wir kümmern uns um die Unsterblichkeit aus Sicht von NLP. Unsterblichkeit, naja, wirklich viel größer geht es dann thematisch nicht mehr. Und ich kann schon mal einen kleinen Vorblick machen. Ich habe ja mir die Themen für diesen Podcast per Zufallsauswahl zurechtgelegt. Nächste Woche kommt Hass. Also das wird dann, wenn wir heute bei Unsterblichkeit sind, doch ein ziemlich deutlicher Wechsel zur nächsten Woche. Aber wir sind diese Woche und wir bleiben beim Thema Unsterblichkeit. Ewigkeit, und das ist natürlich ein göttliches Attribut und von daher ist es klar, dieser Podcast findet komplett statt auf der Ebene 7 der Spiritualität. Das heißt, das Thema heute ist die Frage nach den spirituellen Ressourcen im NLP. Und da sind im Großen und Ganzen zwei Unterthemen, die ich mit dir hier besprechen möchte, oder sagen wir drei. Als erstes klären wir mal die Frage, wofür um Gottes Willen braucht man eigentlich spirituelle Ressourcen? Dann kommt die Frage Nummer zwei, ja, wo kriegt man denn jetzt eigentlich spirituelle Ressourcen her? Und dann kommen wir am Ende noch zur Frage Nummer drei, was hat die Vision mit alledem zu tun? Und ja, da kommen wir gleich hin. Also erstmal die Frage 1, wofür braucht man eigentlich überhaupt sowas wie spirituelle Ressourcen? Was ist das eigentlich, eine spirituelle Ressource? Und an dieser Stelle ist es natürlich sehr naheliegend, dass man einfach mal in das Modell der logischen Ebenen des NLP geht. In diesem Modell der logischen Ebenen, da hast du die Spiritualität auf Ebene 7. Und in dem Modell gilt die Regel, dass wir die Veränderung auf einer bestimmten Ebene über die Ressource mit der Ebene darüber hinbekommen am besten. Also es ist ein Tipp, eine Daumenregel von Robert Dills. Dills hat nie gesagt, das geht nur mit den Ressourcen eine Ebene höher. De facto ist es so, dass jede Ebene auf jede Ebene wirkt, auch jede Ebene wirkt auf sich selbst und Alltagsveränderung ist so, die machen wir meistens innerhalb einer Ebene. Weil mit sowas kommen halt Leute normalerweise nicht ins Coaching. Deswegen hat Dills formuliert, bezogen auf den Coaching-Kontext, wenn da jemand mit einem Thema ins Coaching kommt und die Person mit dem Thema auch schon längere Zeit sich beschäftigt und nicht erst seit 10 Minuten, ist es oft nicht so wertschätzend, dass man es innerhalb dieser Ebene probiert, weil das hat der wahrscheinlich schon selber, sondern man geht einfach eine Ebene höher. Jetzt könnte man sagen, warum gehe ich nicht gleich immer von Ebene 7? Und gute Idee, würde theoretisch auch klappen, aber ganz praktisch klappt es aus drei Gründen. Oder ist aus drei Gründen keine so gute Idee. Punkt 1, das ist das Thema des heutigen Podcasts. Für viele Menschen sind spirituelle Ressourcen nicht einfach so zugänglich, sondern das ist schon ein bisschen Arbeit, die zu finden. Punkt 2, damit die 7. Ressource wirken kann auf unsere logische Ebene, darf dazwischen keine Ebene blockieren. Das heißt, die Ebenen müssen frei sein. Das übt man mit der Übung Logical Levels Alignment. Da geht es genau darum, diese Ebenen frei zu machen, dazwischen, dass die Ressource durchfließen kann. Und das Dritte ist, dass es natürlich auch je weiter oben ich arbeite, umso aufwendiger und zum Teil auch langwieriger wird. Also warum soll ich, wenn ich vielleicht ein Thema auf Ebene 2 mit einer Ebene 3 Ressource in 5 bis 10 Minuten lösen kann, warum soll ich dann 2 Stunden Arbeit auf Ebene 7 machen? Von daher kommen wir wieder zu der Dills-Empfehlung, dass man halt normalerweise eine Ebene drüber guckt. Und wenn man das jetzt verbindet mit der Ebene 7 Ressource, dann ist natürlich die spannende Frage, was sind eigentlich Ebene 6 Themen? Also, was sind die Themen, für die man eine Ebene 7 Ressource braucht?
Weil über die Ebene 7 Ressource sagt zum Beispiel Paul Watzlawick in einem Buch, dass diese spirituellen Ressourcen, er nennt das ein bisschen anders, ich übersetze was immer ins NLP, diese spirituellen Ressourcen braucht man nicht oft im Leben, aber da, wo man sie braucht, da braucht man sie wirklich. Und nachdem die 7 über der 6 ist, heißt das, es sind Dinge, die mit Kultur, mit Gemeinschaft, mit Zugehörigkeit, mit sozialen Sachen zu tun haben und darüber hinausgehen. Und es ist auch so, wenn du das Modell der logischen Ebenen in meiner Art es zu zeichnen vor Augen hast, dann siehst du ja den Kreis, der macht die Person aus und alles, was um den Kreis herum ist, ist etwas, was um die Person herum ist und im Kreis sind die Ebenen 2 bis 5. Das heißt, diese Ressourcen sind in dir und die Ebenen 1, 6 und 7 sind außerhalb von dir. Das heißt, du bist in diesen Ressourcen. Also ein soziales Umfeld ist etwas, worin du bist und auch spirituelle, transzendente Ressourcen sind etwas, worin du bist. Das kann nicht aus dir selbst kommen. Das ist ein logischer Widerspruch, das ist Quatsch. Das kommt von außen, da bist du hineingeboren, das findest du irgendwann und dann steht das, wenn du Glück hast, dir zur Verfügung. Also wir sind in sowas wie Kultur, Religion und ähnlichen Sachen und erlaub mir da eine kleine Fußnote. Ich war auch jahrelang einer von denen, ich meine, ich war ja mal Kirchenmusiker, katholischer Kirchenmusiker, lange Zeit dabei, richtig überzeugt, dann immer weniger überzeugt und irgendwann bin ich aus der Kirche ausgetreten. Und mir war damals schon wichtig, für mich und für andere zu betonen, ich bin aus der Kirche ausgetreten, nicht aus der Spiritualität. Und es gab aber eine Zeit in meinem Leben, wo ich auch einer von denen war, die diesen Satz gesagt haben, ich bin spirituell, aber nicht religiös. Und das lag ein bisschen daran, dass ich mich mit der Wortgeschichte nicht beschäftigt hatte. Religio, da ist das Ligamentum Ligio drin, das Band, und Re heißt zurück, das heißt die Religion, die ist die Rückverbindung, das, woran du angebunden bist. Und ich finde das Wort inzwischen wunderschön und empfehle deswegen jedem Menschen eine Religion zu haben. Weil es gibt halt Augenblicke im Leben, wo es dich vielleicht beutelt und das Leben dich schockiert, also schubst, stößt, tritt, zwickt. Und da ist es gut, wenn du in diesem Getümmel irgendein Band hast, was dich hält. Irgendeine Verbindung mit etwas anderem, wo du halt angebunden bist. Und das wäre vom Wortsinn her die Religion. Und da kommen wir wieder zu dem Watzlawick-Satz. Du brauchst es nicht jeden Tag, aber wenn du es brauchst, brauchst du es. Wirklich. Weil sonst fällst du ins Bodenlose. Und das ist nichts, was man irgendjemandem wünscht. Und wenn jetzt die Frage ist, also die erste unserer drei Fragen, ja, wann um Gottes Willen braucht man das denn jetzt? Was sind denn diese Ebene 6 Themen? Dann gibt es eine einfache Regel, wie man die findet. Und zwar, denk mal zurück oder aktiviere dein Gedächtnis an irgendwelche kitschigen Heimatfilme, die du vielleicht mal gesehen hast. An all den Stellen, wo früher ein Pfarrer kam, also wo ein Pfarrer zu dem Anlass kam. All diese Stellen sind Ebene 6 Themen, für die man Ebene 7 Ressourcen braucht. Also ich sage bewusst da, wo ein Pfarrer oder Priester kam. Nicht da, wo du zum Sonntagsgottesdienst hingehst. Das hat eine andere Funktion. Aber wenn du jetzt mal dir ein Leben von einem Menschen anguckst, dann startet das natürlich bei der Geburt. Das heißt, die erste Stelle, wo der kam, war zur Taufe, also wo man extra einen Termin ausgemacht hat. Das ist jetzt nichts, wo du extra hingehst. Das ist auch kein Coaching-Thema mehr. Aber dann kommen ein paar spannende andere Sachen. Es geht bei den Ebene 6 Themen, wo du eine spirituelle Ressource brauchst, meistens um den Wechsel einer Zugehörigkeit. Und da ist, wenn du jetzt guckst im Leben eines Menschen, das erste große Thema normalerweise der Übergang von Kindheit zu Jugend, also der Übergang von Kindheit zu jungen Erwachsenen sein. Das wurde dann früher so in der Art, dass die Jungs die ersten langen Hosen bekamen oder die Mädchen irgendwelche besonderen Kleider, so weit in der Art. Im kulturellen, religiösen Hintergrund ist das bei den Katholiken die Firmung, bei den Evangelien die Konfirmation. Das ist ein Phasenübergang von Kindheit zu Jugend oder jungen Erwachsenensein. Und man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen, einen Schritt mehr ins Detail. Also in meiner Kindheit und Jugend war das so, dass jedes Schuljahr begann und endete mit einem Gottesdienst. Ein ökumenischer, da waren immer beide Pfarrer vom Dorf da. Es gab damals genau die beiden Möglichkeiten, katholisch und evangelisch. Und wenn ich überlege, wie meine Tochter sich noch vor ein paar Jahren drüber unterhalten, über das Thema geredet hat, da war sie zum Beispiel in der 8. Klasse und kam nach Hause und meinte, mit mir
mir hat heute einer geredet aus der 9. Klasse. Wo mir klar geworden ist, dass in dem Alter ist die 8. Klasse und die 9. Klasse, das sind verschiedene Welten. Und wenn du in der 8. bist und jemand aus der 9. spricht mit dir, das ist unfassbar. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie eigentlich mit Leuten aus der 7. Klasse spricht. Und dann guckt sie mich an und meint, nein, Papa. Also das sind Zugehörigkeiten. Und wenn wir in dem Thema bleiben, irgendwann endet die Schulzeit mit einem Gottesdienst im Idealfall und eine Ausbildungszeit beginnt. Also ich habe Kirchenmusik studiert und da gab es aber witzigerweise keinen Eröffnungs- und Abschlussgottesdienst mehr, obwohl es ja eigentlich naheliegend gewesen wäre. Wenn du in der Liste bleibst, was kommt denn dann? Also im weiteren Verlauf kommt dann früher, als es noch eine Kultur war, irgendwann vielleicht eine Hochzeit. Das heißt, du wechselst jetzt von der Zugehörigkeit Einzelperson Single in die Zugehörigkeit verpartnert, nennt man das, glaube ich, heute. Dann kommt wieder eine Taufe, aber jetzt kommt der Wechsel der Zugehörigkeit aus der Kategorie Mann oder Frau in die Kategorie Mutter oder Vater. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wie das in meinem Leben passiert ist. Und ich irgendwann von der Kategorie Mann in die Kategorie Vater gewechselt bin, das hat mich wochenlang hat das gebraucht, bis ich irgendwann kapiert habe, wie der Unterschied ist, weil plötzlich war da ein Kind und das kam, das war einfach so da und ja, was macht man jetzt, wo ist die Anleitung dazu? Es brauchte lange, bis ich diese Rolle Vater im Unterschied zur Rolle Mann dann wirklich verstanden, internalisiert, erspürt und so weiter hatte. Jetzt kannst du sagen, ja, das kennst du doch aus der Transaktionsanalyse, Eltern nicht und Erwachsene nicht. Ja, gut, ist klar. Dann kommt vielleicht ein Karriereweg. Also wenn wir es mal ganz altväterlich machen, ist dann sowas wie Geselle, Lehrling, Geselle, Meister, wo man irgendwie aufsteigt, irgendwelche Abschlüsse, irgendwelche Wechsel. Ganz wichtiges Thema in größeren Unternehmungen ist dann der Wechsel von Mitarbeiter zu Führungskraft. Da komme ich gleich drauf, warum das dann auch so ein ganz wichtiges Ebene 6 Thema ist. Wenn man dann weitergeht, kommt irgendwann das Ausscheiden aus dem Berufsleben, Übergang von Arbeitnehmer oder tätig, Unternehmer, wie auch immer, zu Rentner, Pensionär, sonst irgendwas. Und dann, normalerweise schon zwischendurch, irgendwann war auch das Thema Tod da. Also das halt, normalerweise sterben zuerst die Großeltern, dann sterben die Eltern. Und die Hälfte der Menschen erlebt halt auch, wie das ist, wenn ein Partner stirbt. Und das ist dann vielleicht die heftigste Stelle, wo die Frage ist, hast du eine Ebene 7 Ressource, die dir jetzt an dieser Stelle hilft? Also du merkst, es sind immer die entscheidenden, die lebensverändernden, die zugehörigkeitsverändernden Stellen, wo wir nach einem Ritual, einem Kontext, nach etwas suchen, was uns umgibt, wo wir drin sind, wo wir mit normalerweise viel Bedeutung und starken Emotionen halt diesen Übergang der Zugehörigkeit schaffen wollen. Das fehlt heutzutage meistens komplett, diese Rituale, diese Übergänge. Die Kirchen sind da an dieser Stelle, ich muss es ganz offen sagen, eher dabei zu versagen, als alles andere zu machen, das ist kaum noch ernst zu nehmen, was da angeboten wird, weswegen die Leute halt, wenn es gut geht, zu irgendwelchen esoterisch, spirituell, schamanistischen oder sonst irgendwas Ritualen greifen, das ist in Ordnung. Wenn es nicht so gut geht, kommt halt sowas raus, dass irgendwelche junge Leute mit Tempo 200 auf der Landstraße fahren oder S-Bahn surfen machen, weil sie merken, sie wollen jetzt irgendein Ritual durchleben oder Komasaufen. Irgendein Ritual durchleben, wo sie mit einer starken Emotion Transzendenz spüren, weil sie halt an die Schwelle des Todes treten, an die Schwelle der Selbstauflösung. Und da finde ich gut, wenn man das anders macht, weil das ist einfach eine Dummheit, das so zu machen. Aber die Dummheit ist eigentlich eher auf Seite der Kultur, die da eben nichts anderes anbietet, weswegen die jungen Leute eigentlich fast schon gezwungen sind, sich zu irgendeinem Quatsch einzufinden, weil sie halt spüren, dass es da was braucht an der Stelle. Das war Punkt 1, die Frage, was sind denn das für Themen auf Ebene 6? Also es sind dann halt wirklich die grundsätzlichen Themen, die über das eigene Leben hinausgehen, Wechsel der Zugehörigkeit, Geburt und Tod, Krankheit gehört natürlich auch dazu, also vor allem die Krankheit, die an die Existenz rühren. Und natürlich können auch Lebenskatastrophen wie vielleicht eine Bankrott oder sowas in die Richtung dazu kommen. Also das sind die ganz großen Themen, wo du merkst, das ist jetzt echt größer als ich. Das ist jetzt nicht mehr Ebene 5, das ist auch nicht mehr Ebene 6, das ist Ebene 6 plus. So was ganz Großes, wo ich mit drin bin, wo quasi
In den Worten von Jordan Peterson, meine Welt untergeht, wo ich ins Chaos stürze, das wären die Themen, wo du eine spirituelle Ressource brauchst. Und damit kommen wir zu Punkt 2. Wo finde ich eine spirituelle Ressource? Und da gibt es so eine kleine, in Anführungszeichen, Liste, die ich dann halt gerne im Master und im Modeling Master gemacht habe, muss ich sagen, weil ich jetzt ja kein Master mehr gebe. Ich bin ja dabei, dass ich meinen Seminarbetrieb auslaufen lasse und ab Frühjahr nächsten Jahres mache ich irgendwas Spannendes anderes und ich bin genauso gespannt wie du, was es anderes sein wird, aber erstmal keine Seminare. Jedenfalls im Master hatte ich an diesem spirituellen Wochenende mit den Leuten gerne gesammelt, was hast du mir für spirituelle Erfahrungen gemacht, und lustig ist, dass da erstmal nicht viel kommt. Dann gebe ich ein paar Anregungen und dann bitte ich die Leute in kleinen Gruppen weiter zusammen. Und die Anregungen, die ich gebe, habe ich aus berufenem Munde. Und zwar zum einen von Jordan Peterson und zum zweiten von Osho. Die sich beide dazu geäußert haben, was möglicherweise die Urerfahrung eines spirituellen Erlebens ist. Und nach Jordan Peterson ist es der Anblick des Sternenhimmels. Also Jordan Peterson meint, wer jemals in dunkler Nacht auf freiem Feld stand und in den wolkenlosen Himmel guckte und die Sternenkuppel über sich sah, nicht in einer Großstadt, sondern irgendwo, wo es wirklich dunkel ist, und da nicht irgendwas spürt, der ist wahrscheinlich ein Stück Holz oder ein Stein oder sowas in der Richtung. Also für Jordan Peterson ist das die Grunderfahrung von Spiritualität, und für Osho ist es der Orgasmus. Und wir kommen gleich drauf, dass das beides sehr ähnliche Erfahrungen sind. Osho hat dann in seinem Text sogar weitererzählt. Und die Leute haben dann irgendwann angefangen zu meditieren, damit sie häufiger an dieses Gefühl rankommen, als in den seltenen Momenten des Orgasmus. Okay, das ist Oshos Theorie. Damit haben wir schon drei Quellen spiritueller Erfahrungen, nämlich Naturerlebnisse, Orgasmus und Meditation. Das nächste große Gebiet, und es ist sogar nach meiner Meinung das Wichtigste, um sich damit zu beschäftigen, das ist ein Hinweis von Frau Birkenbiel. Ey, diese Woche haben wir 10 Minuten, 40 Stunden gebraucht, bis der Name Birkenbiel zum ersten Mal gefallen ist. Von Frau Birkenbiel ein Hinweis, die meinte, dass Meisterwerke in Kunst und Kultur normalerweise Akkus sind für spirituelle Energien. Das heißt, Musik ist da nach meiner Meinung auf Platz 1. Also ich kenne kaum jemanden, der, wenn man ihn darauf anspricht, sich nicht dann doch erinnert, mit Musik irgendwelche Momente von Transzendenz erlebt zu haben. Wobei es da ganz wichtig ist, sich klarzumachen, die Geschmäcker sind verschieden. Der eine erlebt es mit Techno, der andere erlebt es vielleicht mit Blasmusik und ein dritter erlebt es mit Johannes Brahms oder solchen Leuten. Also ich wäre eher in der Brahms-Kategorie, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich Techno-Musik höre, dass ich auch durchaus verstehen kann, dass das zu Trance- und Transzendenzerlebnissen führt. Punkt 2 auf der Liste ist dann wahrscheinlich Architektur. Also gerade bestimmte Kirchenbauten aus Romanik, Gotik, Barock sind so gebaut, dass sie einem so ein transzendentes, spirituelles Gefühl geben. Also die sollen ja sozusagen den Himmel auf Erden darstellen. Und gerade wenn du zurückgehst, ein paar hundert Jahre, wo das gebaut worden ist und die Leute halt noch keine Kinos kannten mit Special 3D-Effekten, da muss das natürlich auch visuell nochmal einen völlig anderen Eindruck gemacht haben, in so eine Kirche reinzugehen, als für uns heutige. Malerei, ja, also wenn du an Kirchen denkst, da ist oft an den Decken sind da Sachen hingemalt, wo der Himmel aufgeht, das ist sehr spannend. Die Leute, die ins Museum gehen und sich ein Bild angucken und ein transzendentes Erlebnis haben, das ist vermutlich eine Minderheit, wobei es die natürlich auch gibt. Und dann wahrscheinlich eine Spezialgruppe, das sind die mit Literatur. Wobei, es gibt hier und da mal ein Gedicht, wo ich das Gefühl habe, da ist was drin, was auch in die Richtung geht. Aber bei Literatur geht es mir so, da ist halt immer noch ganz viel Hirn mit dabei, was es ein Tick schwieriger macht, da in dieses Erlebnis reinzukommen. Das heißt, die Gesamtliste, die mir so einfällt, wäre dann also Naturerfahrungen, Orgasmus, Meditation, Kunst, Musik, Architektur, Malerei, Film, Kunst durchaus, Literatur, Poesie, alles das. Und dann sammle ich mit den Leuten im Seminar ganz oft und sage, was sind denn jetzt so die durchgehenden Submodalitäten? Ich meine, wir machen ja immer NLP.
die durchgehenden Submodalitäten von spirituellen Erfahrungen. Denn wenn wir diese Modalitäten modellieren, wenn wir die allgemein beschreiben, können wir ja so eine spirituelle Erfahrung eventuell einfach ein bisschen schneller erreichen. Und da kommen ein paar Submodalitäten, die sind sehr durchgehend, sehr stabil und die sind nach meiner Meinung wirklich essentielle Teile einer spirituellen Erfahrung. Die erste Submodalität, es gibt keine Reihenfolge, aber die erste, die ich jetzt aufzähle, finde ich persönlich die lustigste, weil die so selten einem auffällt, aber die ist eigentlich total witzig. Und zwar bei einer spirituellen Erfahrung hast du immer das Gefühl, dass du genau in der Mitte bist. Also kannst du dir vorstellen, du stehst unter dem Sternenhimmel, unter der Sternenkuppel und hast das Gefühl, du stehst 20 Meter neben der Mitte. Wahrscheinlich nicht, oder? Oder auch wenn du Musik hörst, bist du mittendrin. Es ist also dieses in etwas drin sein, und zwar genau in der Mitte drin sein, ist eine Grundsubmodalität von spirituellen Erfahrungen. Dann kommt das zweite mit dazu, das ist, glaube ich, am stärksten beim Orgasmus, aber auch bei Kunsterlebnissen, die Grenze zwischen sich und dem, die das anderen verschwimmt. Das heißt, es ist die Transzendenz. Da kommt eine Durchlässigkeit, sodass du, es geht halt über Ebene 6 und Ebene 7, nicht mehr so genau sagen kannst, wo du aufhörst und wo der, die das andere beginnt. Das ist auch wichtig. Dann, das haben Conrad und Steve Andrea so schön formuliert, es ist ein andauernder Prozess, der sich aber nicht verändert. Also Klassiker ist da zum Beispiel, wenn du am Meeresufer bist und die Wellen rauschen, dann ist das voller Veränderung, weil die rauschen halt also fröhlich vor sich in die Wellen. Aber es ist nicht, dass du das Gefühl hast, die werden immer lauter oder immer leiser oder immer schneller oder immer langsamer, sondern es ist ein Prozess, der grundsätzlich ewig geht. Also mit Sterblichkeit ist ja das Thema dieses Podcasts. In sich bewegt, also halt ein Prozess, aber nirgendwo hin will, sondern im Grunde schon da ist. Und das sind drei sehr starke spirituelle Submodalitäten, mit denen man arbeiten kann. Also du bist genau in der Mitte, du löst dich in dem Ganzen auf und du bist Teil eines andauernden Prozesses, der aber nirgendwo hin will. Schön, ne? Und mit diesen Ressourcen kannst du dann Themen auf Ebene 6 bearbeiten. Wenn du dich jetzt fragst, wie man das bearbeiten kann, da würde ich dich gerne verweisen auf die entsprechenden NLP-Formate, die halt mit diesen Ressourcen arbeiten, die halt in NLP-Master-Ausbildungen drankommen. Also sowas wie Core Transformation, Kernintention, The Journey nach Brenton Bass, spirituelle Timeline nach T. James und diese ganzen Sachen, die wir da früher gemacht haben und vielleicht mal wieder irgendwann in ähnlichen vergleichbaren Kursen machen. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil, nämlich der Frage nach der Vision. Welche Rolle spielt denn jetzt die Vision als möglicherweise spirituelle Ressource? Denn wenn du das Modell der logischen Ebene kennst nach Robert Dills, dann weißt du vermutlich, dass er auf dieser Ebene 7, manchmal hat er 6, manchmal hat er 7 Ebenen, Mission und Vision noch mit drin hat. Also die Mission ist das, weswegen du geschickt bist, also wofür du da bist, was dein Auftrag ist. Und die Vision ist das, was du halt siehst, wo du hin willst, das große Ziel. Und er fragt nach Mission, Vision halt mit der Frage, warum noch, wofür noch. Und dieses noch ist wichtig, also was über das Ganze hinaus. Und ich habe da die wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe, von Klaus Marwitz gelernt in seinem Seminar Alpha Reading, wo Klaus Marwitz sehr klar unterschieden hat zwischen kurzfristigen Zielen, mittelfristigen Zielen, langfristigen Zielen und der Vision. Klaus Marwitz hat damals für kurz-, mittel-, langfristige Ziele keine Zeitrahmen vorgegeben. Die habe ich später ergänzt. Ich wiederhole das gerne mal hier für dich, weil ich habe da einen Zeitrahmen gefunden, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Weil in den entsprechenden Büchern fand ich nie so richtig beschrieben, wie lange geht denn jetzt eigentlich ein kurzfristiges, mittelfristiges und langfristiges Ziel. Und dann fiel mir irgendwann auf, dass je älter Menschen werden, umso größere Zeiträume können sie begreifen, weswegen ich auf die Idee kam, könnte man nicht kurz-, mittel- und langfristige Zeitrahmen am Lebensalter festmachen. Das hat sich sehr gut bewährt. Das heißt, mein Tipp ist, Lebensalter in Wochen sind kurzfristige Ziele. Also nehmen wir an, du bist 30 Jahre alt, dann wären kurzfristige Ziele 30 Wochen. Das ist also dreiviertel Jahr ungefähr.
Und lebensalternden Monaten wären dann mittelfristige Ziele 30 Monate, das sind 2,5 Jahre, wow, mittelfristiges Ziel. Und langfristige Ziele wären dann Lebensalter in Jahren, also 30 Jahre, das wäre dann bis zum 60. Geburtstag. Und ich habe dann noch 2 Ergänzungen dazu gemacht. Das eine ist mit ultra kurzfristige und mega krass super kurzfristige Ziele, dass du auch noch auf von den 30 Wochen auf die 30 Tage und auf die 30 Stunden runtergehen kannst, um den Prozess zu starten. Da kann man dann im Coaching sowas machen, dass du dir für die ersten 30 Stunden ganz besonders dolle was vornimmst, dann die ersten 30 Tage jeden Tag an irgendwas arbeitest und in der Folgezeit der 30 Wochen eben einmal die Woche dich dem Thema widmest und dann kommst du da so rein. Du kannst mal gucken, ob du von mir im Internet findest den Artikel Ziele üben. Da stelle ich dieses Modell sehr ausführlich vor. Dahinter ist auch ein bisschen die Idee, die ich bei Bodo Schäfer im Seminar kennengelernt habe. Keine Ahnung, wo er die her hat, aber das ist ein guter Satz. Die meisten Leute überschätzen dramatisch, was sie in kurzer Zeit erreichen können, unterschätzen dramatisch, was sie in langer Zeit erreichen können und versuchen dann quasi Quartal für Quartal die Welt zu verändern, was sie nicht schaffen, und gucken irgendwann 10 Jahre zurück und stellen fest, dass sie dumm waren, weil sie irgendwelche Sachen nicht angepackt haben, die im Laufe von 10 Jahren ganz locker anzupacken gewesen wären. Also da kann ich mich auch auf den Herrn Sternberg beziehen aus seinem mittelguten Buch Erfolgsintelligenz, wo er aber einen brillanten Gedanken hat. Und zwar, erfolgreiche Menschen erkennt man normalerweise daran, dass sie längere Zeiträume sinnesspezifisch, also mit Gefühlen, erspüren können. Und deswegen Ziel auf 10, 20 Jahre, für die keine abstrakte Theorie ist, sondern wirkliches, echtes, gelebtes, fühlbares Leben. Es könnte fast ein extra Podcast werden, einer über Zeit und Zeitgefühl. Wobei, es gibt auf Edomanto darüber von mir ein Webinar zum Thema Zeitmanagement, wo die Sachen auch drin sind. Also langfristige Ziele ist Lebensalter mal 2 und wenn du 30 bist, wäre es dann 60, das ist vorstellbar. Dazu habe ich 2 Anmerkungen. Die eine ist, ich habe so das Gefühl, dass man sich die eigene Lebenszeit mal 2 gerade noch sinnespezifisch vorstellen, erspüren, erfühlen kann. Also ich glaube, wenn jemand 20 Jahre alt ist, den zu fragen, wie ist 25, wie ist 30, wie ist 35, wie ist 40, das gibt dann jeweils andere States, wirklich erfühlbar. Aber wenn du jemanden, der 20 ist, fragst, was ist denn der Unterschied zwischen 70, 80 und 90, dann wird der sagen, hä, das ist einfach alles Mumie, Motten, Spinnweben, Gruft, sowas in der Richtung. Wenn du aber jemanden, der 50 oder 60 ist, fragst, wie ist der Unterschied zwischen 70, 80 und 90, dann können die Leute normalerweise sehr klar Auskunft geben, sinnespezifisch aus ihrem Umfeld. Das heißt, Punkt 1, ich würde jemanden, der 20 Jahre alt ist, nicht durch die Meditation führen. Dein 90. Geburtstag, du guckst auf ein erfülltes Leben zurück. Ich würde auch nicht die Meditation machen, deine Grabrede, sondern mein Tipp ist, wenn du Zukunftsarbeit machst, mach sie immer eine Lebenszeit mal 2, nicht weiter. Dann wirst du 30, 40, 50 und dann wäre das also dann der 100. Geburtstag. Und dann sagst du dir, na gut, ich lebe zwar gesund, aber 100 ist trotzdem schon ambitioniert und spätestens wenn du 55, 60 bist, stellst du fest, oh, 110, 120, das könnte knapp werden. Das heißt, der zweite Vorteil von diesem Zeitrahmen, Lebensalter in Wochen, Monaten und Jahren, besteht darin, dass du irgendwann ganz von selbst, also spirituell würde man sagen, das 49. Lebensjahr ist als 7x7 dafür ein sehr guter Augenblick, dass du irgendwann auf den Punkt kommst, dir klarzumachen, dass dein eigenes Leben endlich ist und es auch Ziele gibt, die darüber hinausgehen. Jetzt kommst du vom langfristigen Ziel zum Lebensziel und das wäre ein Wechsel vom Ich zum Wir. Das könnte auch fast ein extra Podcast werden, die Wir-Ziele. Ich deute dir mal nur ganz kurz an, weil wir haben heutzutage, da sind wir wieder fast auf dieser Ebene von Ebene 6 und 7, also Zugehörigkeit, Kultur, Spiritualität. Wir haben zu wenig Angebote für Wir-Ziele, denn es gab da früher, als die Kultur noch eine Kultur war, mehrere klassische Lebensbereiche, wo man automatisch in ein Wir-Ziel reingerutscht ist. Die sind fast alle inzwischen kaputt und nur noch bei kleinen gesellschaftlichen Gruppen, meistens nennt man diese Gruppen die Elite, da sind die noch aktuell. Und ich sag dir mal, diese klassischen Themenbereiche, wo es irgendwann vom Ich zum Wir geht. Punkt 1 ist die Familie. Also wenn du mal so klischeemäßig denkst, so eine Adelsfamilie, die also den Familienstammbaum 500 Jahre zurückverfolgen kann,
Die haben auch eine andere Art von Zukunft. Das heißt, wenn da die Eltern ihre Kinder sehen, sehen die auch die Zukunft. Heute, wenn es dumm geht, sagen deine Kinder die irgendwann, was willst du? Bist irgendwie alter, weiser Mann, Frau, sonst irgendwas. Also die eigenen Kinder als Lebenssinn anzusehen, ist inzwischen ja doch sehr umstritten. Also fällt das Thema erstmal schon mal raus. Das Zweite war immer schon die Arbeits- und Unternehmenswelt. Also früher war das so, wenn du bei Siemens als junger Mensch angefangen hast, hast du dort eine Lehre gemacht, eine Ausbildung, warst irgendwann Meister und wusstest, du bleibst dein Leben lang bei Siemens. Das heißt, da konnte man bei so einer Firma wirklich ein Wir-Gefühl entwickeln. Heute weißt du genau, das wird umstrukturiert, die Eigentümer wechseln, die Firma setzt dich frei, es werden Teile outgesourced, die Firma ist genauso wenig an dich gebunden wie du an die Firma, ist also auch nicht geeignet für ein Wir-Gefühl. Ein bisschen anders ist es bei Unternehmerfamilien, die kombinieren beides, sowohl das Unternehmen als auch die Familie und haben dann wieder irgendwas, was als Lebensziel taucht. Die dritte und vierte Möglichkeit waren immer schon Nischenthemen, das ist nämlich Kunst und Wissenschaft. Also gerade in der Wissenschaft war es lange Zeit so, wenn du an einem großen Thema dran warst, war auch oft klar, das ist ein Projekt vielleicht über Generationen, über Wissenschaftsgenerationen. Das heißt, da beginnst du etwas, was vielleicht die Nachfolgegeneration erst vollendet oder du vollendest was, was die Generation vor dir begonnen hat. Also das ist halt so, wir sind Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen. Ähnlich auch in der Kultur. Also wenn du mal Komponist bist, ist völlig klar, du beziehst dich auf das, was die Komponisten Jahrhunderten vor dir geschrieben haben. Kirche ist auch ein Thema. Also ich meine, Kirche ist eine Institution, die existiert seit 2000 Jahren. Und wenn du da mitmachst und dich engagierst, kannst du davon ausgehen, du erlebst ein Wir-Gefühl und bist Teil von etwas, was auch über das eigene Leben hinausgeht. Also wir haben Familie, Unternehmen, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Kirche, das sind so die klassischen Themengebiete, wo es möglich ist, vom Ich zum Wir zu gehen. Wenn deine Familie zerrüttet ist, deine Firma dich schräg anguckt oder du Solo-Selbstständiger bist, du dich für Kunst und Wissenschaften nicht die Bohne interessierst und Kirche schon lange nicht mehr von innen gesehen hast, dann wird es ein bisschen eng. Dann wäre es vielleicht echt mal ein extra Podcast, um rauszufinden, wie findet man eigentlich ein Lebensziel. Und jetzt aber, wir sind bei kurz-, mittel-, langfristigen Zielen und Lebenszielen, ist die Vision wieder was völlig anderes. Und da kommt der entscheidende Satz von Klaus Marwitz, der meinte, das Lebensziel liegt auf der Timeline und die Vision ist über der Timeline. Und er hat ein Bild gemalt, er hat eine Timeline gemalt, die sah aus wie so eine Gebirgslinie, also hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Und hat dann auf irgendeine von diesen zwischendurch erscheinenden Gipfeln ein Kreuzchen gemalt und gesagt, das Kreuzchen ist jetzt also quasi dein langfristiges Ziel, Lebensziel, wie auch immer. Und dann hat er ein kleines Männchen in eins der Täler davor gemalt, sodass das Männchen vor einer hohen Wand stand. Und dann hat er mit einer gestrichelten Linie gezeigt, dass dieses Männchen im Tal jetzt halt einfach das Ziel zwei Gipfel weiter vorne nicht mehr sieht. Und das ist die Erfahrung, dass wenn du wirklich im Tal des Duckstates bist, wenn du ressourcenarm, ressourcenlos bist, dann ein langfristiges Ziel, ein Lebensziel manchmal aus dem Blick weggeht. Und deswegen hat dann Klaus Marwitz über diese Wackelgebirgstimeline eine Sonne gemalt und gesagt, das ist die Vision. Die Vision ist das, was du in jedem Augenblick deines Lebens sehen kannst, wenn du nach oben guckst. Wenn du nach oben guckst, nicht nach vorne, nach oben. Und deswegen, um eine Vision zu formulieren, braucht die drei Besonderheiten, um sie zu formulieren. Das eine ist, im Gegensatz zu Zielen, bei denen es immer wichtig ist, dass sie einen Zeitpunkt haben, hat eine Vision nie einen Zeitpunkt. Also wenn du eine Firmenvision formulierst und sagst, unsere Vision für das Jahr 2030 ist, dann würde ich sagen, also für eine Firma sollte das Jahr 2030 ein mittelfristiges Ziel sein, aber keine Vision, auch nicht mal ein langfristiges Ziel. Also eine Vision hat kein Datum. Das bedeutet, dass eine Vision normalerweise eigentlich sofort erreichbar ist. Also, eine Vision könnte sein, die Menschen leben in Frieden auf der Welt. Und da sagt man sich, ja, mein Gott, vertragt euch doch einfach. Aber da kommst du zu Punkt 2. Eine Vision ist so definiert, sie ist eigentlich sofort erreichbar, aber de facto wissen alle, sie ist eigentlich unerreichbar, sie ist komplett unrealistisch. Und da kommen wir zum nächsten Thema, weil es gibt ja den Satz von Joseph O'Connor und John Seymour, ein Problem ist ein Ziel, das auf dem Kopf steht. Man kann es auch umdrehen, ein Ziel ist ein Problem, was auf dem Kopf steht. Jedenfalls ist das so, dass Probleme und Ziele kann man ineinander umwandeln. Also das Problem ist, ich habe kein Geld und das Ziel ist, ich bin reich.
Und von daher kannst du aus jedem Ziel ein Problem machen und aus jedem Problem ein Ziel. Das heißt, Probleme sind irgendeine Art von Not und drum ist dann ein Ziel die Notwendigkeit. Da wird die Not gewendet. Und wenn das Problem gelöst und das Ziel erreicht ist, dann hast du eine Ressource. Und dann kommt die Vision. Weil Visionen sind per Definition unnötig. Also eine Vision kommt nicht aus einer gewendeten Not. Eine Vision ist niemals notwendig. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ich habe ja schon im letzten Podcast, glaube ich, mehrmals erwähnt, dass Paul Watzlawick darauf hinweist, Ideologien entstehen da, wenn Leute behaupten, dass sie unlösbare Probleme lösen können. Zum Beispiel, dass die Welt nicht friedlich ist. Das ist immer schon so gewesen, das wird auch weiterhin so bleiben, dass die Welt nicht friedlich ist. Sie wird zwar immer friedlicher, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, aber wir werden vermutlich nie erleben, dass sie komplett friedlich ist. Sobald aber einer sagt, ich habe die Lösung, ich habe die Lösung, ich weiß, wie die Menschen in Frieden leben können, und er wirklich die Lösung glaubt zu haben, bei so einem zentralen Thema, ergibt sich daraus automatisch das Recht bei einer Pflicht, das wirklich durchzusetzen, nur fast mit Gewalt. Und deswegen sagt Paul Watzlawick, so entsteht eine Ideologie. Weil jemand hat gesagt, ich habe da eine Lösung für ein Problem, was man nicht lösen kann. Das heißt, eine Vision hat keinen Zeitpunkt, ist über der Timeline, könnte theoretisch eigentlich jetzt sofort erreicht sein, wird wahrscheinlich, wenn man mal ehrlich ist, nie erreicht werden und ist nicht notwendig, sondern unnötig. Also wünschenswert, schön, aber doch irgendwie geil und kommt aus Ressourcen. Und diese Vision ist eine Ebene 7 Ressource, definitiv. Und jetzt zum Schluss des Podcasts, wo braucht man diese Vision? Die Vision braucht man vor allem, wenn man Menschen führen möchte. Also ich sage dir zwei Stellen dafür. Die berühmte Stelle 1 ist natürlich, wenn aus dem Mitarbeiter eine Führungskraft wird. Also wenn jemand auf Ebene 6 eine Veränderung erlebt, eine Zugehörigkeit und aus der Gruppe der Mitarbeiter in die Gruppe der Führungskräfte wechselt. Das ist ein Gruppenübergang. Und bei vielen Menschen ist es so, dass die halt logischerweise erstmal jahrelang Mitarbeiter sind und sich dann an die Rituale der Gruppe der Mitarbeiter halten. Und eines der klassischen Rituale ist, man schimpft über die Führungskräfte. Also Mitarbeiter finden Führungskräfte meistens ein bisschen doof. Das gehört so dazu, das gehört zur Folklore. Und dann ist da so ein armer Mensch und der hat jetzt irgendwie 5 Jahre über die Führungskräfte vor sich hin geschimpft und ist plötzlich Führungskraft. Das heißt, er ist jetzt Mitglied der Gruppe, über die er gerade noch geschimpft hat. Das führt natürlich zu Identitätsverwirrungen. Das heißt, will ich jetzt plötzlich einer von denen sein, wo ich eigentlich nicht sein wollte? Und jetzt verliere ich ja plötzlich meine Zugehörigkeit zu denen, wo ich gerade noch ein Teil von war. Und vielleicht gucken mich die anderen auch komisch an. Hilfe, also mit anderen Worten, das geht oft schief. Die Leute sind dann auf der Position der Führungskraft, aber im Herzen eigentlich noch Mitarbeiter. Und an dieser Stelle wäre die Lösung eine Firmenvision, die es wert ist. Das heißt, die Firmenvision wird eigentlich nur gebraucht für die Führungskräfte, damit die wirklich ihre Rolle als Führungskraft einnehmen können. Für Mitarbeiter ist die Firmenvision nice to have. Also die können da gerne reingucken, die können das gerne lesen, aber die brauchen die nicht. Und der rührende Wunsch, wie ich ihn aus manchen Firmen kenne, wenn dann das mittlere und obere Management sagt, wäre das nicht toll, wenn alle unsere Mitarbeiter am Band und auf den Hof kehren, die Firmenvision auswendig wüssten. Und ich sage, nein, die Leute wollen einfach arbeiten und Geld haben. Also das ist oft, dass die sehr blau sind und das ist für die völlig in Ordnung. Wenn die Arbeitszeit zu Ende ist, das Thema durch ist und die brauchen keine Firmenvision. Je höher man in der Hierarchie ist, umso mehr braucht man eine Firmenvision. Und wenn du jetzt nicht zufällig Führungskraft in einem großen Unternehmen bist und sagst, dann brauche ich ja keine Vision, doch, dann brauchst du sie normalerweise für die Akquise, für den Verkauf, um dein Produkt anzubieten. Denn, da kommen wir zum gleichen Thema, die meisten Menschen, die ich kenne, die herzensgute Menschen sind, die hätten gerne ihre Kunden als Mitmenschen, das heißt also auf Ebene 6, die Kunden, also nicht irgendwie so Zeug da draußen im Kontext, Tische, Stühle, Kunden, so Geldbeutel mit Beinen dran, sondern eben wirklich Menschen, zu denen man eine Beziehung aufbauen kann. Jetzt, nachdem aber du selber ja nur bis Ebene 5 gehst, sind dann diese Kunden, die du als Menschen gewinnen möchtest, auch Ebene 6. Jetzt kannst du an die nicht mehr irgendwie ressourcevoll rangehen. Also wenn das Zeug da draußen ist, dann kannst du deine ganzen Ebene 3 und 4 Tools, Hypnotalk und Ähnliches anwenden und die manipulieren, aber du willst ja Menschen gewinnen und das geht nur, wenn du wiederum auch eine Ebene 7 Ressource hast, die dir erlaubt, andere Menschen zu gewinnen für dein Werk. Das heißt,
Immer dann, wenn du merkst, du möchtest andere Menschen beeinflussen, du möchtest andere Menschen lenken und leiten, du möchtest Menschen für dich gewinnen, dann brauchst du eine Vision als Ebene 7 Ressource, um auf die Ebene 6 zu wirken. Oh, so ein schönes Schlusswort jetzt gewesen, oder? Keine Überleitung zum Thema Hass von nächster Woche, aber doch ein schönes, visionäres Schlusswort. Das war der Podcast zum Thema spirituelle Ressourcen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht beim Zuhören und ich hoffe, du schaltest auch nächste Woche wieder ein, wenn der Podcast hässlich wird, aber nichtsdestotrotz natürlich sehr spannend. Bis dahin, schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss.